Zu einem besonderen Vormittag hat das Auto aus Unterberger geladen. Im Rahmen des Opel Day warten auf die Kunden und Partner des Autohauses nicht nur spezielle Angebote, sondern auch Spieler des FC Wacker Innsbruck. Boris Prokopitsch, Tommy Löffler und Bilgen Bülent stehen den Fans ebenso für Autogramme zur Verfügung wie Wacker-Coach Walter Kogler. Dabei geht es um eine konkrete Zusammenarbeit zwischen Opel und dem FC Wacker Innsbruck. Ja, also wir haben jetzt seit dieser Saison eine sehr erfolgreiche Partnerschaft zwischen Wacker Innsbruck und Opel aufgenommen. Die Partnerschaft richtet sich in die Richtung, dass wir die gesamten Spieler als auch den Vorstand hier mit bzw. dem Präsidium mit Fahrzeugen der Marke Opel ausstatten. Ich glaube, eine sehr, sehr gute Win-Win-Situation für beide. Freuen uns natürlich ganz besonders über den ganz, ganz tollen Meisterschaftsstart Wacker Innsbruck. Als Tabellenführer ja wirklich ein großer Hype um die Mannschaft hier. Und ich glaube, es ist eine wirklich ganz tolle Zusammenarbeit, die wir auch gerne weiterführen wollen. Aber nicht nur der FC Wacker Innsbruck darf sich freuen, auch die Fans dürfen sich über die Wacker-Edition aus dem Auto aus Unterberger freuen. Ja, das ist, glaube ich, eine Idee von Denzel Unterberger, die mir sehr, sehr gut gefällt. Sie wissen ja, wir haben alle Fahrzeuge speziell mit Wacker Innsbruck beklebt. Also man sieht ja dann auch hier dann die Fahrzeuge, kann man sich auch genauer anschauen. Diese Fahrzeuge können nach circa 4 Monaten und ein paar tausend Kilometer auch erworben werden, werden üblicherweise dann auch von dem Wunschspieler, dem das Fahrzeug vorher gehört hat, auch übergeben. Und ich glaube, das ist gerade für Fans eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, noch ein bisschen näher an seinen Wunschverein zu rücken. Und das nennen wir eben Opel Wacker Edition. Zahlreiche Autogramme und so manches Fachgespräch prägen den Samstagvormittag im Autohaus Unterberger. Dietmar Unterberger und Klaus Kluckner vom Autohaus Unterberger freuen sich ebenso über eine gelungene Aktion wie Gary Schwanninger vom FC Wacker Innsbruck.